So, hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity und zwar in der 26. Episode von Assassin's Creed Unity. Das war ein Let's Play Assassin's Creed Unity. Und beim letzten Mal haben wir es ja nicht so genau geschafft, so mal eben so an den Leuten vorbeizulaufen. Deshalb versuchen wir es diesmal. Ich glaube, ich habe den Falschen angehittet. Der ist viel zu schwach. Nehmen wir die Phantomklinge, die ist einfacher. Kriegen wir den da oben? Nee, ist noch zu weit weg. Schade. Oh. Okay. Das war's. Wieso trifft er noch nicht mal? Naja, zumindest Kopfschuss, ne? Wieso nicht? Phantomklingenkill. Es gibt nur so wenig Punkte. Stealth Kills bringen viel mehr Punkte. Das finde ich irgendwie. Naja, es ist ja auch eigentlich ein Schleichspiel. Also ich würde Assassin's Creed eigentlich als Schleichspiel einordnen. Muss ich ehrlich sagen. Also etwas zwischen Giftgasbomben kann ich dummerweise nur noch nicht verwenden. Inzwischen irgendwas. Ah, es ist schwierig. Also, ich glaube, ich würde Assassin's Creed irgendwas zwischen Deus Ex und Dishonored und Mirror's Edge einordnen. Irgendwie so. Ach, bleib doch stehen. Dann kriege ich denn jetzt den? Nee. Schade. Das ist jetzt wirklich doof, dass ich keinen bekomme. Eine Kirschkernbombe kann ich. Genau, die kann ich. Ja, da hinwerfen. Komm nochmal. Anhalt! Ja, du! Hab dich! Perfekt. Da liegt eine Leiche. Gar nicht. Scheiße. Ach, schade. Ja, alle weglaufen, lauft weg, lauft weg. Und jetzt. Oh. Das war nicht so klug. Irgendwie habe ich. Ja, es gibt irgendwie immer wieder Probleme mit dem Audio. Wieso sieht er mich eigentlich? Ich bin versteckt. Hallo? Das ist gut. Da liegt eine Leiche. Gar nicht gut. Naja, ich glaube, da müssten wir hoch. Aber zumindest haben wir keinen Alarm ausgelöst. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Komm, flieg runter. Oh, da liegt sogar noch da, so rum. Den kann man noch töten. Hier ist aber keiner mehr, ne? Also können wir da ruhig runter und die Glocke eliminieren. sabotieren. Es gibt aber auch immer schön Punkte, deshalb
sollte man das auch immer schön machen. So. Wie kommen wir an den ran? Das ist eine gute Frage. Den kriegen wir weg, oder? Ja. Das ist doch schon mal schön. Jetzt haben wir nur keine Waffe mehr. Und auch keine Berserkerklinge. Doch, wir haben noch eine Berserkerklinge. Die ist ja noch geladen. Aber den kriegen wir auch so bestimmt. Ja, und jetzt schnell verstecken. So kommen wir da nicht dran. Versteck dich. Wir müssen ihn ja nur bestehlen. Komm. Jetzt müssen wir das noch warten. So, und hau ab. Ach cool, wir haben den auch gleich Sachen für die Berserkerklinge mitgeklaut. Das ist doch mal schön. Schade ist es nur, dass man nicht mehr tauchen kann. Sonst würde ich direkt dahin tauchen. Hätte ich keine Probleme mit den Leuten. Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt los? Ah, es ist nur Laden. Das Palais du Luxembourg, Was genau hast du da vor? Das würde ich auch gerne wissen. Gut, auf jeden Fall haben wir die Mission abgeschlossen, wie üblich. Super gut. Hat Spaß gemacht. Und jetzt kommt die nächste Mission. Indem wir einen Zivilisten beschützen. So. Haben wir den jetzt beschützt oder ist der auch gestorben? Nein, wir haben ihn beschützt. Super. Wir sind gut. Juhu. Okay. Da würde ich sagen, nehme ich den Aussichtspunkt auf jeden Fall mit. Und ja. Oh. Wir haben Geld, was sich im Theater befindet. Ja, dann erstmal ins Theater. Genau dahin. Schnellreise. Ja, machen wir mal eben kurz. So. Ab in die Theater-Dingsbums und ab mit dem Geld abführen. 2000. Was sind das? Franc? Es müsste ein Franc sein. Oder? Ja. 2000 Franc sind ja nicht ohne. Ja. Umbau Stockwerke renovieren. Dachboden gefunden. Vielleicht geht ihr nach oben und seht es euch an. Natürlich sehen wir uns das an. Hallo? Können wir ja was gucken. Sozusagen. Ab auf den Dachboden. Achso, ich habe übrigens auch bisschen die Grafikeinstellung runtergeschraubt. Und zwar habe ich jetzt nicht mehr die volle Kantenglättung drin, sondern nur noch FXAA Kantenglättung. Nein, hier war es nicht. Es läuft jetzt auch etwas flüssiger und ich überlege auch mit einem anderen Super, das war's. Dafür haben wir 5000 Florin ausgegeben. Ah, wir sind ja wieder deutscher Staat.
sinnvolle Verwendung von Steuergeldern. Und auf jeden Fall überlege ich vielleicht auch nochmal zu Fraps zu wechseln. Da Fraps eindeutig bessere Videoleistung liefert als der Open Broadcaster. Der Open Broadcaster allerdings sehr viel einfacher zu bedienen ist. Naja, nicht einfacher zu bedienen ist, sondern sehr viel weniger Platz braucht und ja, hauptsächlich weniger Leistung frisst. Was eigentlich ein Widerspruch in sich selbst ist. Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, bis gleich. So. Ja, stimmt, doch bis gleich, denn ich gehe jetzt erstmal die ganzen Checkpoints machen und wir sehen uns dann wieder an der Mission. So, da sind wir jetzt an dieser Mission der Horta. Und, ja, machen die jetzt einfach mal. Du hattest recht. Marie Levecks Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais du Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert... Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levecque gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Jetzt weiß ich auch, warum die sagen, dass es ein Loch haben soll. Damit man nämlich dieses Getreide schnell findet und diese Spur sehr schnell zu jemand anderen führt. Das ist der Sinn dabei. So helft mir doch! Rück das Pulver raus! So, und ich weiß ganz genau, dass wir hier wieder eine Fail-Session der besonderen Stundenart haben. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich, ich muss meinen Mann sprechen. Aha. Also, wir müssen irgendwie an diese Marie dran. Gut. 47 Zugänge, 60 Waffen, 3 Fundstücke, 9 Alarmglocken. Die Alarmglocken machen mir Sorgen. Auf jeden Fall erstmal unseren Geliebten. Ha, komm, du bist mein Geliebter. Nein, du bist nicht mein Geliebter, aber du bist ein super Feuerwerkstyp. Und wir müssen dir natürlich helfen. Seid ihr wohl auf? Alles gut. Wenn ich für meine Schütze, verspreche ich euch ein großes Spektakel. Es liegt mir fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Super. Wir sind fast da. Ach, wir müssen ihn wirklich verteidigen. Ich dachte, wir müssen ihn nur abhalten. Beinahe geschafft. Beinahe geschafft? Wir sind doch gerade erst losgefahren. Komm hier rüber! Ich geb dir meine berühmte Zahnexplosion! Antworte mir, Bastard! Ja. Oh! Ich glaube, ich habe dem die falsche Pistole ihm gegeben. Ups. Komm, zerschneide ihn. Ich sollte mehr Fernkampfwaffen benutzen. Aber das Problem ist immer, die Munition ist dafür so teuer. Und dann muss man immer wieder in den Laden gehen und neue Munition plündern und so weiter. Und das ist ja teuer. Und zeitaufwendig. Deshalb plündere ich auch die ganzen Leichen, weil ich hoffe, da drinnen Munition oder irgendwas zu finden, dass ich das Ganze nicht kaufen muss. Deshalb stets Leichenschändung betreiben. Immer das Beste. Vielen Dank, mein Freund. Ich wünschte, ich könnte euch angemessen entlohnen. Nicht nötig. Diese Ablenkung ist schon mehr als genug. Was war das? Ach, nichts.
Gut, und hier würde ich sagen, hören wir auf mit dieser Folge und fangen mit der nächsten an, mit File Session Extreme. Bis morgen oder übermorgen, haut rein.